Zunächst soll die bestehende Anlage um ein weiteres Modul in der Mitte ergänzt werden. Dazu wird das Modul 223 gerade mit Vorstadtbebauung auf die Arbeitsfläche gezogen, die beiden rechten Module verschoben und alles in der richtigen Reihenfolge zusammengefügt. Die Züge fahren auch nach diesem Umbau einwandfrei. Inzwischen wurde der Hintergrund nach der im ersten Video gezeigten Methode angeglichen. Vor der angedeuteten Stadt soll ein Signal stehen und damit eine Blockstelle simulieren. Wenn sich jetzt allerdings ein Zug nähert, hält er am geschlossenen Signal an. Im Moment muss das Signal noch händisch auf Fahrt gestellt werden, damit der Zug wieder losfährt. Auch die Rückstellung des Signals geschieht noch manuell. Es wird noch ein zweites Signal für die Gegenrichtung aufgestellt. Auch in dieser Richtung wird ein Zug zunächst angehalten werden. Deshalb lassen wir Fahrstraßen die Signalbedienung erledigen. Das Fenster für die Fahrstraßen muss dazu geöffnet sein. Die erste anzulegende Fahrstraße beginnt im Depot West bei dem Gleiskontakt auf dem grünen Gleis und endet im Depot Ost beim Gleiskontakt auf dem roten Gleis. Der Verlauf der Fahrstraße wird durch eine orange Linie angezeigt. Nach Übernahme der Positionen können die Elemente der Fahrstraße nochmals geprüft werden. Das Signal wird geschaltet und bei den Gleiskontakten erfolgt keine Aktion. Es wird dringend empfohlen, den Fahrstraßen eindeutige Bezeichnungen zu geben. Nur so kann später die Übersicht gewährleistet werden. Wenn man jetzt die Fahrstraße aktiviert, wird das Signal geöffnet. Bei Deaktivierung der Fahrstraße wird das Signal wieder geschlossen. Für die Richtung Ost-West wird nach demselben Schema eine zweite Fahrstraße angelegt. Sie beginnt beim Gleiskontakt auf dem grünen Gleis des Depots Ost und endet beim Gleiskontakt auf dem roten Gleis im Depot West. Auch hier sollte eine eindeutige Bezeichnung vorgenommen werden. Die Funktionsprüfung zeigt, dass auch dieses Signal korrekt gestellt wird. Durch Betätigung des Schalters sollen nun nicht nur die Züge gestartet, sondern ebenfalls die entsprechenden Fahrstraßen aktiviert werden. Grundsätzlich würden diese Aktionen so funktionieren. Allerdings kommt es unweigerlich zum Stau auf der Anlage, wenn man den Schalter öfter als zweimal hintereinander betätigt. Es werden deshalb zwei neue Ereignisse angelegt, die bewirken, dass ein Zug erst dann aus einem Depot losgeschickt wird, wenn seine Fahrstraße aktiviert wurde. Auch hier sind eindeutige Bezeichnungen für später äußerst hilfreich. Nach Auswahl der richtigen Fahrstraße als auslösendes Ereignis muss noch die Bedingung gesetzt werden, dass eine Aktion nur dann gestartet wird, wenn diese Fahrstraße aktiv ist. Die Aktion zum Zugstart kann einfach aus dem Ereignis für den Schalter in das neue Ereignis und dort an seinen richtigen Platz verschoben werden. Für die andere Richtung wird das Ereignis kopiert und mit den entsprechenden Daten ausgestattet.
Jetzt können maximal 2 Züge auf der Anlage unterwegs sein und der Betriebsablauf wird vorbildgerecht über die Signale abgesichert. Durch 4-malige Anforderungen von Fahrstraßen können die nächsten beiden Züge außerdem vorab angemeldet werden. So ist ein dauerhafter Zugbetrieb bequem realisierbar.